Was haben Autobahnbau und AKH, UNO-City und Lukona, Noricum und Eurofighter, Milchwirtschaftsfonds und Hypo Alpe Adria und zuletzt das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung miteinander zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel, aber auf den zweiten Blick zeigt sich, all diese Themenkomplexe waren schon Gegenstand eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Nun also das Ibiza-Video oder, wie es in der Arbeitsgrundlage des Ausschusses heißt, die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. Seit heute läuft dieser U-Ausschuss und gleich zu Beginn waren die Hauptdarsteller der Affäre zur Befragung geladen. Gegen 14 Uhr ist es dann endlich soweit und Ex-Vizekanzler Strache tritt vor den Untersuchungsausschuss. Eine Frage schwebt über der Szene. Wollte Strache die Republik in Ibiza für Geld verkaufen? Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, will Strache heute aber nur das Nötigste sagen. Sollte er zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal geladen werden, kann er nach Abschluss der Ermittlungen gegen ihn ausführlicher Stellung nehmen, so Strache. Dicke Luft herrscht heute zu Beginn des Ibiza-Ausschusses nicht nur zwischen den dicht an dicht wartenden Journalisten, sondern vor allem zwischen den Fraktionen. Da das ganze Ibiza-Video noch immer nicht vorliegt, wird vormittags Falter-Chefredakteur Florian Klenk befragt. Der berichtet, dass Strache und Gudenus auf dem Video eigentlich konzentriert und gar nicht übermäßig berauscht wirken. Was ist vom Ibiza-Untersuchungsausschuss zu erwarten und was können U-Ausschüsse insgesamt zutage fördern, was Strafverfolgungsbehörden und Gerichte nicht aufarbeiten können? Darüber diskutieren wir heute Abend und das sind meine Gäste. Walter Rosenkranz ist Volksanwalt und war unter der schwarz-blauen Koalition von 2017 bis 2019 Clubobmann der FPÖ im Nationalrat. Irmgard Gries, die ehemalige Höchstrichterin am obersten Gerichtshof, war von 2017 bis 2019 für die NEOS im Nationalrat. Julia Ortner, die Journalistin und Kolumnistin, schreibt regelmäßig für die Vorarlberger Nachrichten. Peter Filzmeier ist Politik- und Kommunikationswissenschaftler und außerdem Leiter des Instituts für Strategieanalysen. Michael Nickbasch ist Aufdeckerjournalist beim Nachrichtenmagazin Profil und leitet dort das Wirtschaftsressort. Herzliches Willkommen an Sie alle und danke, dass Sie sich heute Abend für diese Sendung Zeit nehmen. Ja, ein Untersuchungsausschuss, Herr Nickbasch, frage ich Sie, der beginnt mit einer wichtigen Auskunftsperson, die sagt, ich kann und will eigentlich an dieser Stelle nicht wirklich etwas sagen. Der sich in den ersten Stunden um ein Video dreht, das nicht vorliegt. Was soll denn da herauskommen? Also, dem Grunde nach wird dieser Ausschuss zu einem sehr wesentlichen Teil nicht das beraten und aufarbeiten, was auf dem Video gesagt wurde, sondern das, was im Anschluss daran passiert ist, was vermutet ist, dass passiert ist. Also, es geht um Postenschacher, es geht um vermutete Beeinflussung von Gesetzen. Es geht um eine ganze Reihe von Postenbesetzungen weit über die Casinos Austria hinaus. Also die Themenfelder per se werden nicht alleine am Video hängen. So gesehen ist das Nicht-Vorliegen des Videos zunächst einmal noch nicht das größte Problem. Abgesehen davon, soweit ich das überblicke, wird es ja in den Ausschuss kommen mit Verzögerung. Dass sich die zentralen Akteure der Videoaffäre jetzt nicht sehr kooperativ zeigen. Man darf nicht vergessen, die sind auch Beschuldigte in staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren. Und nach den Ausschüssen, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, war das nun mal so, dass Leute, die selbst Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens sind, sich eher zurückhalten in der Auskunftsbereitschaft. Herr Rosenkranz, die Hauptakteure, das sind langjährige Parteifreunde von Ihnen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie heute beobachten, wie Sie vor den Untersuchungsausschuss getreten sind? Ja. Der Ausschuss war geplant, also es musste ja einmal dazu kommen. Und es war klar, dass mit HC Strache und mit Johann Gudenus heute begonnen hätte werden sollen. Mich überrascht es auch nicht, dass heute über weite Teile die Auskunftsfreudigkeit nicht gegeben war. Das war an sich das Gute und ist auch immer noch, und das bitte ich auch wirklich zu respektieren in aller Deutlichkeit, das Recht einer jeden Auskunftsperson, das steht hinz und kunz.
und das steht auch HC zu. Wenn er Teil ist von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen als Beschuldigter, dann hat jeder das Recht, sich der Ausschläge auch, wenn es speziell die Ermittlungen selbst betrifft. Es gibt ja kein generelles Ausschlagerecht, sondern man kann nur auf einzelne Fragen keine Antwort geben. So stand das eigentlich zu erwarten. Ich glaube, das war jetzt einmal ein Aufwärmen, vielleicht sogar ein bisschen auch wieder ein Schritt in die richtige Normalität. Trotz Corona kann jetzt einmal ein Untersuchungsausschuss stattfinden. Man sieht zwar die Gesichtsmasken als alle Attribute, die wir der Krise haben, aber eigentlich ein Untersuchungsausschuss ist etwas in der Politik sehr Normales. Und ich hoffe, dass das auch ein Symbol ist, dass man mit dieser Aufklärungsarbeit für politische Verantwortung, die sich hier die Abgeordneten selbst gegeben haben, in dieser Form natürlich auch als Minderheitenrecht. Da hat es ja durchaus Entwicklungen gegeben beim Untersuchungsausschuss selbst im Vergleich zu den Fällen, die Sie hier schon aufgezählt haben, ganz am Anfang. Und ich glaube, es wird bis zum Ende ein durchaus spannender Untersuchungsausschuss werden. Die ersten Fragestellungen, die sich so heute schon ergeben haben, waren schon sehr interessant. Aber niemand hier in der Runde kennt Herr Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus besser als Sie. Glauben Sie, dass da noch viel mehr bekannt wird als das, was wir jetzt schon wissen? Bekannt, ich glaube, es werden zielgerichtete Fragen gestellt werden. Die Abgeordneten aller Fraktionen sind bestens darauf vorbereitet. Und man wird auch anhand, also aus meiner Erfahrung aus 3 Untersuchungsausschüssen, in manchen Dingen wird sogar die Entschlagung für sich sprechen. Ich kann mich da an einen ehemaligen Finanzminister der Republik erinnern, der auch zum Beispiel bei manchen Dingen sehr auskunftsfreudig war, wenn es darum gegangen ist. Es war die beste Zeit, es war das beste Budget und bei manchen Fragen hat man sich entschlagen. Natürlich, berechtigterweise, weil es auch ein Ermittlungsverfahren gibt, kennt auch jeder medial, aber manchmal sind auch nicht getätigte Aussagen sehr vielsagend. Frau Gries, wenn Sie das beobachten, wie dieser Ausschuss begonnen hat, was sind Ihre Erwartungen? Glauben Sie, es wird mancherorts spekuliert, dass die große Bombe da noch irgendwo begraben ist. Glauben Sie das auch? Ich glaube, man muss zuerst einmal fragen, worum geht es denn in dem Ausschuss? Also das Ibiza-Video ist ja sekundär. Das ist ja nur der Anlass dafür, weil eben Strache und Gudenus da solche Vorstellungen entwickelt haben. Aber die wirkliche Frage, um die es geht, wurden Gesetze gekauft? War es möglich, durch Spenden an eine Partei ein Gesetz nach seinem Wunsch zu bekommen? Das ist der eine Teil, der geklärt werden muss. Und das hat ja mit dem Ibiza-Video unmittelbar gar nichts zu tun. Der zweite Teil, der geklärt werden muss, der ist geschehen, dass Parteispenden am Rechnungshof vorbei geleitet wurden, indem er Vereine eingeschaltet hat. Das ist das Zweite. Auch das muss man klären. Das Dritte, was auch zu klären ist, wurden Posten vergeben für Begünstigungen an eine Partei. Also gab es diesen Postenschacher. Also das sind ja die 3 Themenkomplexe, die in erster Linie zu klären sind. Und da wird man sehen, was rauskommt. Also ich hoffe schon, dass es da einige Informationen geben wird, aber zu groß ist meine Hoffnung nicht. Warum? Denn der Untersuchungsausschuss hat ja die Aufgabe, Tatsachen festzustellen. Der Untersuchungsausschuss macht das aber in der Form, dass zwar der Verfahrensrichter oder die Verfahrensrichterin in dem Fall einmal 15 Minuten Fragen stellen kann, aber dann stellen die Abgeordneten. Und das, was ich bisher als Zuschauerin erlebt habe, war ja, dass natürlich die Abgeordneten der Partei, der es wehtut, was jetzt aufgeklärt wird, versuchen zu mauern und das zuzudecken und die Abgeordneten der anderen Parteien versuchen aufzudecken. Es ist ja nicht so, dass ein allgemeines Interesse vorhanden wäre, wie bei Gericht, jetzt kläre ich einen Sachverhalt auf. Jetzt hängt es natürlich von der Geschicklichkeit der Fragesteller ab, wie sie das machen, wie sie das beeinflussen, was dann wirklich herauskommt. Also ich glaube, zu hoch darf man die Erwartungen nicht hängen, aber es kann schon sein, dass das eine oder das andere doch noch in diesen Zusammenhängen herauskommt. Wobei ich schon warnen muss, das ist extrem schwer. Also wirklich zu sagen, der hat das Gesetz bekommen, weil er das und das dafür gezahlt hat. So einfach ist das nicht. Ne? Also, aber man wird sehen. Bevor wir uns gleich der politikwissenschaftlichen Betrachtung zuwenden mit Peter Filzmeier, Julia Ordner, noch rasch ein Blick aus dem Blickwinkel der Journalistin. Es ist ja nicht der erste Untersuchungsausschuss, den wir alle sozusagen in unseren Funktionen miterleben dürfen. Aber ich glaube, dieser hat schon eine andere Qualität als manche andere, oder? Aus meiner Perspektive schon. Und zwar in Wirklichkeit nicht aus, wie jetzt schon geschildert wurde, aus den Gründen, dass wir wissen, es ist schwer, wirkliche Informationen zu bekommen etc. Ich glaube, dass es in dem Fall nach diesem Video, dass das Land
ich sage nicht politisch verändert hat, es hat die Regierung verändert, aber doch sehr erschüttert hat und Österreich quasi in einen internationalen Kontext gestellt hat, der natürlich auch schwierig war fürs Land, dass dieser Ausschuss schon auf einer anderen Ebene abseits des Videos dafür sorgen könnte, dass es endlich so eine größer angelegte Debatte über politische Kultur und Unkultur im Land gibt. Neben der Aufklärung, neben der Frage, welche Themen sind da sozusagen strafrechtlich, muss man da strafrechtlich anschauen. Und ich glaube, das könnte da schon passieren. Das Video selber ist natürlich sehr eindrücklich gewesen. Ich glaube, man hat sich am Anfang auch gefragt, muss man diese Szenen wirklich so zeigen, muss man sie so sehen? Natürlich, weil durch das Bild und den Ton wurde das greifbar und nachvollziehbar. Wenn man das in einem Transkript hat, ist es ja nie so fassbar, was da passiert ist oder was da im Raum steht. Also finde ich sehr wichtig, in manchen Nuancen, also diese Passage, jetzt haben wir keine Kollegen von Spiegel oder SZ heute da, aber die Passage mit dem Kommentar von Heinz-Christian Strache über die Oligarchin, unter Anführungszeichen, bist du deppert, ist die scharf, ist eine, wo ich dann schon dachte, okay, was ist jetzt die Relevanz dieser Passage, außer dass er geschmackiger Sager ist. Aber sonst war doch vieles da, was eben eine kulturelle Debatte in Gang hätte setzen können, was aber bisher in Österreich nicht passiert ist, zumindest aus meiner Perspektive. Abgesehen von der kulturellen Debatte, die sich ja unserer aller Erfahrung nach meistens dann sehr rasch auch wieder erschöpft, Peter Filzmaier, was könnten denn wirklich handfeste Konsequenzen sein? Der ÖVP-Abgeordnete Wolfgang Gerstl hat gemeint, es könnte sich bei der Kompetenzverteilung der Justiz etwas tun, darüber können wir später noch sprechen. Aber sehen Sie noch irgendwelche unmittelbar notwendigen Handlungen, irgendwelche Schritte, nachdem ja die eigentlich meisten Hauptdarsteller aus dem Video ihre politische Laufbahn ohnehin schon beendet haben? Die formalen Konsequenzen erachte ich für sehr unwahrscheinlich. Nicht nur, weil zentrale Akteure ja nicht mehr in öffentlichen Ämtern sind, Heinz-Christian Strache und andere FPÖ-Minister sowieso nicht, sondern auch, weil ein erfolgreiches Misstrauensvotum als mögliche Konsequenz von Ausschusserkenntnissen noch nie vorgekommen ist in der Geschichte der Zweiten Republik. Das liegt auch daran, wenn zumindest eine Partei, in diesem Fall die ÖVP, noch in der Regierung ist, kann man die Regierungsmehrheit getrost ausschließen. Andere formale Konsequenzen wären Rücktritte. Wer schon weg ist, kann zwar, wie wir seit Jörg Haider wissen, schon mehrfach zurücktreten, aber das ist jetzt derzeit auch nicht zu erwarten. Und Gesetzesänderungen im Sinn, wir haben hier nicht nur ein Sittengemälde politischer Kultur erlebt, sondern zu viele Gesetzeslücken. Da könnte noch am ehesten etwas passieren, nur wird man wahrscheinlich darauf verweisen, im Parteiengesetz wurde aus meiner Sicht, was Parteispenden und Parteifinanzierung und Transparenz betrifft, zu wenig gemacht, aber diejenigen, die es beschlossen haben, werden das natürlich anders sehen. Ansonsten geht es aber für mich um was anderes. Was ist die Erwartungshaltung? Sie haben nicht die viel zitierte rauchende Pistole ins Spiel gebracht, sondern gleich auf eine Bombe erhöht. Diese Erwartungshaltung habe ich nicht. Es geht um politisches Fehlverhalten von zentralen Akteuren bis in höchste Ämter hinein. Und das ist durchaus durch den Ausschuss aus meiner Sicht möglich. Man kann nicht nicht kommunizieren. Da stimme ich Ihnen zu, Herr Rosenkranz. Auch das Nichtsagen kann sehr aussagekräftig sein. Ich habe nur ein aktuelleres Beispiel. Der Ex-Vizechef der FPÖ, Johann Gudenus, heute auf die Frage, kennen Sie den Verein für österreichische Wirtschaft? Ja, kürzer geht es nicht als Antwort. Haben Sie jemals Parteispenden für diesen zu lukrieren versucht? Ich entschlage mich. Für mich hat das durchaus Aussagekraft, obwohl rein im Protokoll nicht sehr viel Inhalt dabei herausgekommen ist. Und das wird sich wohl bei vielen Punkten noch fortsetzen, so sehr es das gute Recht auch ist, das zu machen. Und da warte ich gespannt darauf, bei den drei Punkten, die Frau Chris genannt hat, bei der Frage Postenschacher, Gesetzeskauf, Parteispenden am Rechnungshof vorbei schummeln, denn der Politikwissenschaftler stellt gar nicht die Frage, ist etwas davon strafrechtlich relevant, das soll auch der Ausschuss nicht, sondern ist es ein politisch problematisches Verhalten, und wenn Parteispenden, Vorwurf an die FPÖ am Rechnungshof vorbeigeschleust wurden oder Vorwurf an die ÖVP gestückelt wurden, beispielsweise um nicht sofort gemeldet werden zu müssen, dann ist das politisch wohl eindeutig relevant. Das Problem sind natürlich die möglichen Taktierereien, Verschleierungen, Themenablenkungen. Die FPÖ würde sich sehr, sehr gerne ganz ausführlich über die mögliche Stückelung von Parteispenden oder tatsächliche und das mögliche politische Wissen
darüber von der Frau Horten unterhalten, mag es aber vielleicht nicht so gern, über Vereinskonstruktionen zu sprechen. Teufel, bei der ÖVP ist es genau umgekehrt. Wird das dann nicht eine der spannendsten Fragen auch in diesem Ausschuss? Wie positionieren sich die einzelnen Parteien? Für die FPÖ ist das Ganze ja wahrscheinlich jetzt nicht gerade ein Honiglecken, ihre eigene Vergangenheit. Ich weiß, will jetzt nichts unterstellen, aber möglicherweise ist vieles ja davon auch noch in der Gegenwart vorhanden oder aufklärungsbedürftig. Damit großer Werf jetzt irgendwie zu durchleuchten, oder? Ich glaube, das ist gar nicht der Fall. Sie werden ja auch wahrscheinlich als politisch Interessierte sehen, dass momentan die Protagonisten, insbesondere HC Strache, ja an sich jetzt politisch ja wieder aktiv ist, weil, wie Sie gesagt haben, Rücktritte und so weiter. Also das ist, HC Strache ist durchaus politisch wieder aktiv und befindet sich ja sogar in einem Konkurrenzverhalten zur FPÖ. Also das erhöht noch einmal die Fragestellung, wie die FPÖ damit, die Sie angedeutet haben, wie die FPÖ jetzt in diesem Ausschuss umgeht. Ich kann nur eines sagen, und das, was ich weiß, immerhin ist der Fraktionsführer ist Christian Hafenecker, auch aus der Landesgruppe Niederösterreich, mit seinen Fragen heute, es geht hier um Aufklärung und alles andere würde man uns auch nicht abnehmen. Ich muss auch sagen, es wäre deswegen auch gut aufzuklären, weil immerhin, Sie haben mich ja richtig vorgestellt, ich war in dieser Zeit in dieser Ära Clubobmann des Nationalratsclubs. Also Vorwürfe, dass mein Club unter Anführungszeichen, dass wir mit Gesetzeskauf oder irgendetwas zu tun gehabt hätten, das ist an mir komplett vorbeigegangen. Ich kann das gerne hier sagen. Wenn man mich laden möchte für den Ausschuss, kann man mir auch alle möglichen Fragen stellen. Wie war das als Clubobmann? Ist da der Strache hereingekommen und gesagt, ich habe da jetzt gerade ein Geld in der Tasche, jetzt müssen wir ein Gesetz machen. Da kann ich Ihnen sagen, nein, nein, nochmals nein. Und SMS hat er Ihnen solches auch nicht geschickt wahrscheinlich? Nein, solche SMS auch nicht, aber wir haben SMS gehabt. Ich bin gespannt, welche drinnen sind. Vielleicht werden auch die Geburtstagswünsche und ähnliche Dinge dann aufschlagen. Aber insgesamt ist das auch für die Grünen zum Beispiel, Herr Nikbasch, eine schwierige Rolle jetzt. Die mussten sich ja de facto vom Verfassungsgerichtshof ausrichten lassen, dass der Untersuchungsauftrag doch breiter ausfallen soll, als sie ursprünglich in Konzession zu ihrem Koalitionspartner ÖVP beschließen wollten. Und das eine Partei, die in den Wahlkampf gezogen ist mit saubere Umwelt, saubere Politik und von sich selbst sagt, sozusagen Aufklärung liegt in ihrer politischen DNA. Tun sich die Grünen jetzt schwer, in dieser Koalition dort auf den Tisch zu hauen? Wird ein interessanter Spagat. Wird nicht so schwer sein, wenn es darum geht, im Einflussbereich der FPÖ Aufklärungsarbeit zu tun und Fragen zu stellen. Wird wahrscheinlich schwieriger werden, wenn es Richtung ÖVP geht. Beurteilen können wir es natürlich erst im Nachhinein. Ich habe mit Grünen geredet, darüber, wie wird es anlegen? Und dann war die Antwort so, naja, man schlüpft dann halt in eine Rolle und das ist auch das professionelle Verständnis, dass man sich an der Aufklärung beteiligt. Aber ich habe in vergangenen Ausschüssen immer wieder erlebt, dass wenn es dann an heikle Komplexe geht, ist man nicht ganz unglücklich, wenn der Abgeordnete einer anderen Fraktion, die damit überhaupt nichts zu tun hat, vielleicht einspringt und die Frage zu einem Ende bringt. Ja, also man kann das natürlich taktisch auch so anlegen. Aber ich denke, man muss den Grünen auf jeden Fall die Chance geben, zu zeigen, dass das, wofür sie stehen und womit sie auch in den Wahlkampf gezogen sind, jetzt auch im Untersuchungsausschuss Bestand hat und dass sie keineswegs die Segel streichen und dann leise werden, wenn es an die ÖVP geht. Ich würde es noch verstärken. Die Grünen stehen schon aus meiner Sicht in diesem Ausschuss mehr unter Druck, als sie selbst glauben oder glauben wollen. Denn warum werden Grünparteien gewählt? Einerseits natürlich wegen des Umweltthemas, aber zweitens wegen des Kontrollimages. Wir sind diejenigen, die kontrollieren. Es ist man selbst in der Regierung, da hat dieses Image naturgemäß Kratzer bekommen. Nur was stellen sich die Grünen vor? Ein Ausschuss muss eine abgeschlossene Behördenarbeit und Regierungshandeln beinhalten. Also nicht sich auf die aktuelle Regierung beziehen, so weit, so gut. Aber es steht nirgendwo in der Verfassung, wie lang dieser Zeitraum des abgeschlossenen Handelns sein kann. Und da einen Zeitraum zu finden, wo der Regierungspartner ÖVP nicht dabei war, wird schwierig, weil die waren seit 1987 immer in der Regierung. Also das wird dann sehr geschichtlich, wenn man es nur so angehen würde. Also da hat man hier Pirouetten gedreht mit einem
ist nicht von der verfassungsrechtlichen Frage, die können andere in der Runde besser beurteilen, aber politisch kuriosen Frage, wenn man da der ÖVP helfen wollte, indem man den Untersuchungszeitraum einschränkt. Wenn ich einwerfen darf, Peter Pilz, quasi der Mr. Untersuchungsausschuss für über viele Jahre bei den Grünen, hat seinen ehemaligen Parteifreunden einen offenen Brief geschrieben, hat ihnen geschrieben, ihr müsst euch jetzt da wirklich engagieren und profilieren, ihr grüne Abgeordnete, nur ihr könnt das leisten. Und er hat da auch die Frage gestellt, seid ihr wirklich schon der grüne Schweif, mit dem der türkise Hund wedelt? Laufen die Grünen Gefahr, mit diesem Image aus diesem Untersuchungsausschuss dann wieder rauszugehen? Ja, gerade bei diesem Thema definiere Befangenheit. Dein Name ist Peter Pilz, das kann man wohl doch so etwas salopp sagen. Aber ja, die Grünen wollen einerseits Ergebnisse, das glaube ich ihnen persönlich auch, aber andererseits so, weil wir vorher über Konsequenzen gesprochen haben, so dramatische Konsequenzen, dass plötzlich ÖVP-Minister, wo es ja bei einigen eine Kontinuität gibt, in Frage gestellt werden müssen oder im Extremfall, ich glaube nicht daran, sogar Neuwahlen im Raum stehen. Na, diese Konsequenzen wollen sie sicher nicht. Und das merkt man ja an Nuancen. Wie genau ist die Fragestellung? Auf welche Themen, Aspekte fokussiere ich mich? Und jedes Ausschussmitglied, egal von welcher Fraktion, wenn es etwas kann, dann genau das mit diesen Nuancen zu spielen. Sie waren viele Jahre bei vielen Ausschüssen dabei. Das merkt man. Und es ist aber auch ein Spiel auf Zeit, weil die Befragungszeit ist beschränkt. Es kommt die neue Top-Meldung. Der Ausschuss darf vom Gesetz her weit über ein Jahr dauern mit zweimaliger Verlängerungsmöglichkeit. Da kann man schon einfach mit Zeitgewinn viel erreichen, wenn man einem möglichen Regierungspartner nicht zu sehr schaden will. Viele sagen aber, Frau Gries, ein Untersuchungsausschuss, das ist in Wirklichkeit die ganz große Oppositionsshow. Sie waren Teil des Nationalratsteams der NEOS, als der Untersuchungsausschuss zum Thema BVT, Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, im Gange war. Wie haben die NEOS das sozusagen hinter den Kulissen bewertet? Geht es da vor allem um Darstellungsmöglichkeiten der Opposition, um Profilierungsmöglichkeiten? Oder was ist der eigentliche Antrieb für die Opposition? Also das war bei den NEOS schon sehr stark aufzuklären und diese Missstände aufzuklären, die da offenbar bestanden haben. Und dann so eine Oppositionspartei wie die NEOS, die kriegt ja sehr viele Informationen, nicht aus der Behörde, aus verschiedenen Bereichen, nicht? Also Leute, die das stört, wie da hier vorgegangen wird. Und da war schon das ehrliche Bestreben, wir wollen jetzt der Sache auf den Grund gehen, wir wollen jetzt herausfinden, was da wirklich geschehen ist und was da los war. Aber natürlich ist ein Untersuchungsausschuss die Gelegenheit für eine Oppositionspartei, sich zu profilieren, ist ja klar. Das spielt immer mit. Wir wollen zeigen, wir sind Aufklärer. Wir wollen zeigen, was da schiefgelaufen ist. Wir haben, das haben ja zum Beispiel die NEOS gemacht, bei dem Bericht über den BVT-Untersuchungsausschuss Empfehlungen ausgearbeitet. Ja, also Empfehlungen, die jetzt umgesetzt werden sollen. Wird zwar nicht umgesetzt, nicht, aber jedenfalls zu zeigen, wir sind bereit, wir sind die Partei, die aus dem lernt, die hier konstruktiv ist, konstruktive Opposition und Vorschläge macht. Also das war schon ein ernsthaftes Bemühen, da jetzt für Aufklärung zu sorgen. Ich würde jetzt nicht wissen, was außer der Wortwahl Show, wo man auch mediale Darstellung neutraler sagen könnte, daran schlimm sein soll. Zunächst hat das Parlament grundsätzlich zwei Funktionen in politikwissenschaftlicher Hinsicht. Ein Arbeitsparlament, das beispielsweise Gesetze ausarbeitet, die allerdings meistens auf Regierungsvorlagen beruhen. Und auch diese Tribünenfunktion, manche sagen auch Theaterfunktion, das ist nicht negativ gemeint, sondern für alle wahrnehmbar soll der öffentliche Diskurs eben dort stattfinden. Und warum nicht für die Opposition, meinetwegen Show genannt, bei einem Untersuchungsausschuss. Weil das jetzt Oppositionsparteien vorzuwerfen, halte ich für frivol. Bis 2015 hatten wir eine gesetzliche Regelung, dass nur die Mehrheit, also die Regierung beschließt, die Regierung zu kontrollieren, überhaupt Ausschüsse einsetzen können. Jetzt ist es endlich, viel zu spät, in Deutschland schon seit Ewigkeiten so, ein Oppositionsrecht, was ja auch heißt, die Opposition kann die Auskunftspersonenliste nicht zeugen, bestimmen etc. Und kaum hat man das endlich, willkommen in der modernen Demokratie, dann wirft man der Opposition vor, ihr macht ja dann nur eine Show daraus. Hallo, das ist der Sinn der Sache bis zu einem gewissen Grad. Und also vielleicht darf ich eines noch dazu sagen, was man vorwerfen müsste, das wäre ein Vorwurf an die Regierungsparteien, dass sie zudecken. Nicht also versuchen jetzt zu verschleiern.
durch die Fragestellung, wie sie vorgehen im Untersuchungsausschuss. Das müsste eigentlich der Kritikpunkt sein. Und der Kritikpunkt dürfte aber nicht sein, das Verhalten der Opposition. Wenn wir jetzt sehen, dass es natürlich österreichischer Parlamentarismus ist ja sowieso ein schwieriges Kapitel, wie wir wissen. Also die Möglichkeit für die Opposition, etwas zu machen. Auch derzeit in der Corona-Krise gibt es wenig Möglichkeiten als Oppositionspartei, da sozusagen wirklich konstruktiv aufzutreten. Finde ich das eben total nachvollziehbar, dass man diese Möglichkeiten nutzt. Natürlich sollte man sie im Sinne der Aufklärung nutzen. Ich glaube auch, dass der Inszenierungseffekt natürlich, auch wenn die Frau Christa ihre Kolleginnen, ehemaligen Kolleginnen natürlich vielleicht ein bisschen anders sieht, aber natürlich ist es auch Inszenierung seit Peter Bilz. Auch Stefan Petzner habe ich erlebt in dem Korruptionsuntersuchungsausschuss, wo ja auch Sie waren. Das sind Personen, die das immer sehr, also vor allem Peter Bilz, aber auch Petzner damals sehr gut genutzt haben. Und bis zu einem gewissen Grad eben gehört das zum Spiel. Ich denke mal auch, wir wissen, Christian Kern, Ex-Kanzler, hat einmal gesagt, 95% der Politik bestehen aus Inszenierung oder so, hat damit nicht nur sich selber, sondern auch die anderen gemeint. Und das ist auch Teil eines U-Ausschusses. Herr Nikbasch, Sie haben, glaube ich, 10 Untersuchungsausschüsse aus nächster Nähe begleitet, oder man kann es vielleicht... Es waren nicht ganz 10, ja. Also jetzt waren 3 Eurofighter-U-Ausschüsse, jetzt weiß ich nicht, zählt man die jetzt getrennt oder als einen? Ja, also, ja. Na, insgesamt gab es 5, also da hätten Sie schon seit 1970 oder 71 dabei sein. Das waren die Flugzeuge, die Vorgänger. Ja. Also, es gibt so einzelne Personen, die Namen sind schon gefallen, die sich da extrem profilieren konnten. Aus Ihrer Erinnerung, haben sich auch Parteien profilieren können in solchen Ausschüssen nachhaltig? Naja, die Grünen haben einen nicht unerheblichen Teil ihres Selbstverständnisses aus der Aufklärungsarbeit in Untersuchungsausschüssen ziehen können. Ganz interessant, wir haben in den vergangenen 70 Jahren 26 U-Ausschüsse gehabt, also inklusive des jetzt angelaufenen. Nachdem die aber alle teilweise sehr lange dauerten, hatten wir Phasen, wo eigentlich fast jedes Jahr U-Ausschuss war. Das ist nämlich ein Punkt, wo dann die Kameras auch nicht mehr da sind. Ein U-Ausschuss, der lange dauert, verliert natürlich, das weiß ich als Journalist, rasch an Dynamik, weil irgendwann ist es auch bei den Leserinnen und Lesern so, dass das Bedürfnis, hier noch mehr Informationen zu bekommen, dann zurückgeht. Ich sehe das dann, wir diskutieren das dann in Redaktionskonferenzen, dann müssen wir jetzt schon wieder was zum Ausschuss machen. Das heißt, jetzt ist Show, wichtige Show, überhaupt keine Frage, ist jedem völlig unbenommen. Ich glaube, ein Politiker, eine Politikerin, der sie nicht inszeniert, ist wahrscheinlich auch fehl am Platz. Ja, die Aufmerksamkeit wird dann auch wieder zurückgehen. Wichtig ist immer was, über das reden wir hoffentlich noch, was am Ende eines Ausschusses an Erkenntnissen übrig bleibt. Aber es ist ja in dieser Republik eigentlich fast immer Ausschuss. Also es gab Lücken in den 80er und 90er Jahren, habe ich mir angeschaut, aber im 21. Jahrhundert sind wir eigentlich relativ gut unterwegs mit Ausschuss. Hintergrundmusik, wenn man so will. Ja. Aber irgendwann ebbt ab das Interesse, Herr Rosenkranz. Und ist dann, wenn nicht mehr so genau hingeschaut wird, auch von der Medienöffentlichkeit, wird es dann erst richtig brisant? Oder wie schätzen Sie das ein? Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Ich möchte ein bisschen auf eingehen, auf diese Frage, den Vorwurf oder eben Nicht-Vorwurf, dass es eine Show ist. Natürlich gehört Inszenierung zur Politik dazu. Das weiß man bei jedem Parteitag, das weiß man bei jedem Bierzeltauftritt, das weiß man bei jedem Stammtisch und so auch beim Untersuchungsausschuss. Und wenn Theater angesprochen wird, es gibt aber auch Nuancen im Theater. Es gibt auch den Begriff der Schmierenkomödie dabei. Und nachdem ich selbst als Mitglied in Untersuchungsausschüssen gesessen bin, übrigens eines möchte ich auch noch ein bisschen ausräumen, weil das ist immer ganz am Anfang gekommen bei allen Beiträgen, wann ein Untersuchungsausschuss begonnen hat. Ja, jetzt sitzen sie wieder dort drinnen, darum werden sich eine goldene Nase verdienen, die Ausschussmitglieder, die dort drinnen sind. Nur für die Öffentlichkeit, bevor Sie jetzt wieder irgendwo was tippen, kein Abgeordneter bekommt deswegen mehr bezahlt, weil er in einem Untersuchungsausschuss, der mit sehr viel Arbeit, auch für Mitarbeiter im Hintergrund, mit viel Aktenstudium verbunden ist, mit sehr vielen Sitzungsterminen verbunden ist, bekommt er etwas extra. Aber diese Schmierenkomödie, ich weiß es, und der Name des in der letzten Zeit offensichtlich besten Inszenierers und Lieblings der Medien mit den Initialen PP, wenn der was losgelassen hat, es war ganz egal. Wenn ich mal was weiß, dann weiß ich es für immer, auch wenn nicht stimmt. Das war der absolute Grundsatz dabei. Und da kommt es natürlich auch darauf an, bei Erzählungen, wie legt man es an, bei der Frage an die Auskunftsperson. Oft war die Frage dann so lange, dass der Betroffene gar nicht mehr gewusst hat, um was es geht. Aber es wurde eigentlich erklärt, was der zu antworten hätte. Und das ist dann auch in den Medien so drinnen gestanden. Und natürlich muss jeder
Politiker daran interessiert sein, um Wählerstimmen zu maximieren. Und es ist auch zum Beispiel im AKH-Ausschuss Helene Pathik-Pablé gelungen, auch ihren Ruf als Politikerin eigentlich dort zu erwerben. Also es hat jede Partei die Chancen, sich hier Sporen zu verdienen. Sporen verwende ich deswegen, weil, wie Sie es erwähnt haben, bei Stefan Petzner war das mediale große Aufgabe, sogar welche Schuhe er anhat im Untersuchungsausschuss. Also, und dass das Einzige ist, was in Erinnerung bleibt. Also da sieht man schon, wo manchmal auf die Schwerpunkte der Politiker hingelenkt wird, um Aufmerksamkeit zu erregen. Ich möchte da nur kurz... Also es waren nicht nur die Schuhe, sondern er hat überraschenderweise aus der Situation eines BZÖ-Politikers, und es war ja keine einfache, hat er das ganz gut genutzt. Aber was ich schon problematisch finde, und ich weiß, Sie haben das auch angeregt in der Vergangenheit, es gibt eben, wie Sie gesagt haben, es gibt am Anfang dieses erste Schultagsphänomen und alle gehen hin und alle berichten und dann veräppt die Berichterstattung oder sie wird seltener und es wird auch schwierig zu berichten und es gibt einfach keinen Livestream. Ich kann mir den U-Ausschuss als interessierte Bürgerin, Bürger nicht anschauen und ich kann mich erinnern, Sie haben das schon vor Jahren auch eingefordert, das, glaube ich, könnte schon auch das Interesse mehr wecken. Die Öffentlichkeit der Ausschussarbeit. Wir sollten ja ganz dringend auch noch über das Grundsätzliche reden. Ich möchte nur einen Aspekt im Zusammenhang mit dem laufenden Ausschuss noch unbedingt hier in die Diskussion einbringen und das ist nochmal die Frage, wie kommt es dazu, dass dieses Video dann doch irgendwann einmal in seiner ganzen Pracht und Herrlichkeit irgendwie hergezeigt wird, wenn man so möchte. Es ist ja nur wenige Tage vor Beginn des U-Ausschusses plötzlich bekannt geworden, dass die Ermittler seit Wochen im Besitz des gesamten Videos sind und offenbart sich ein peinliches Hickhack zwischen SOKO, Staatsanwaltschaft Wien und Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft. Schauen Sie mal. Wer hat's gesehen und wer noch nicht? Alle reißen sich um das Ibiza-Video. Drei verschiedene Behörden ermitteln in der Causa Ibiza. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, kurz WKStA. Sie untersucht, ob es illegale Absprachen zwischen der Novomatic und Politikern gegeben hat. Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt, wer hinter dem Ibiza-Video steht. Beiden soll die SOKO Tape zuarbeiten, eine Sonderkommission des Bundeskriminalamts, das zum Innenministerium gehört. Schon am 21. April findet die SOKO Tape das Ibiza-Video, informiert aber 6 Wochen lang nicht die WKStA darüber, sondern nur die Staatsanwaltschaft Wien. Die WKStA erfährt erst am 27. Mai von dem Fund, als sich die SOKO Tape an die Medien wendet. Laut der Wiener Stadtzeitung Falter soll man im grünen Justizministerium höchst irritiert über die Vorgangsweise im türkisen Innenministerium sein. Die FPÖ ortet parteipolitische Nähe der Sonderkommission zur ÖVP. Das müsste eigentlich SOKO-ÖVP-Filter heißen, weil die SOKO-TEP ganz augenscheinlich, wenn Sie auch in den Aktenlieferungen sehen, Beweismittel unterdrückt oder kategorisiert oder sagt, sie sind jedenfalls nicht relevant. Die SOKO-TEP rechtfertigt sich damit, dass das Ibiza-Video nur im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien sichergestellt worden sei. Erst Anfang kommender Woche soll das Video an die WKStA und die Staatsanwaltschaft Wien gehen, bevor es im letzten Schritt an den U-Ausschuss weitergeleitet wird. Ja, Frau Gries, als Kennerin der Justizszene in Österreich, können Sie uns erklären, was da läuft zwischen den einzelnen Staatsanwaltschaften, zwischen den Ministerien auch? Was ist da los? Also das weiß ich auch nicht. Das ist ein, finde ich, ein äußerst unglückliches Bild, das da die Justiz abgibt. Und das ist auch völlig unnötig, weil die Kommunikation zwischen den einzelnen Behörden, da gibt es ja keine Hindernisse. Nicht? Die können ja miteinander kommunizieren und die Zuständigkeiten sind im Gesetz klar festgelegt, ne, wer was zu machen hat. Warum die da einander nicht informieren, ich weiß es nicht. Ne? Es ist unverständlich. Aber man muss schon ehrlich sagen jetzt, für die Ermittlungen der WKStA ist es eigentlich nicht von entscheidender Bedeutung, ob es das Video schon gibt oder nicht. Ne? Muss man auch sagen. Aber komisch ist es schon, oder, Herr Filzmeier, dass das Video offenbar seit Wochen da ist, in den Händen der Ermittler und keiner weiß es. Ein paar Tage vor Beginn des Ausschusses sickert das plötzlich durch. Es ist an die zuständigen Stellen nicht weitergeleitet worden. Also irgendwas ist doch da faul, oder? An sich kann der Ausschuss das selbst ja auch aufklären. Nicht nur jetzt mit der Ladung der beiden zuständigen Minister bzw. Ministerin im Justizressort, sondern ja auch mit der Ladung von zuständigen Beamtinnen und Beamten. Die müssen ganz genauso unter Wahrheitspflicht aussagen, allenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei Beamten als einzige Sonderregelung. Und das ist auch Aufgabe des Ausschusses, ob das jetzt typisches Kompetenz-Hickhack ist oder wir kennen die Parteifarben von Minister
Minister und Ministerin, ob es auch etwas mit Parteifarben auf Ebenen darunter im Ministerium zu tun hat oder schlicht und einfach bis hin zu Eitelkeit und Eifersüchteleien, das ist auch Aufgabe des Ausschusses. Und all das würde ich übrigens nicht als Schmierenkomödie sehen, weil Schmierenkomödie ist immer das, was der jeweils andere Partei macht, im Zweifelsfall in der Definition einer Partei. Sie würden kein Beispiel der FPÖ bringen, Sie kein Beispiel der NEOS, wo Sie sagen, das war ganz klar Schmierenkomödie. Der Herr Hafenecker, Gott ehrat demonstrandum, was zu beweisen war, spricht natürlich gerne über etwas in einem ÖVP-Ministerium und nicht über früheres FPÖ-Regierungshandeln. Die Summe des Ausschusses macht es natürlich aus, das auch aufzuklären. Und ich denke, dass diese Fragen auch auf Beamtenebene an die zuständigen Vertreter der drei genannten Behörden, also Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, Staatsanwaltschaft Wien und diese Sonderkommission gestellt werden. Da muss ich aber schon ein bisschen eingreifen. Sie haben es gesagt, es ist kein glückliches Bild, was da die Justiz bietet, aber das ist jetzt auf einmal nicht neu. Denken Sie nur ganz kurz, diese Entmachtung des Sektionschefs für die Strafrechtssektion im Justizministerium, dem ist ja auch zuvor gegangen, die WKStA macht eine Anzeige gegen den Sektionschef aufgrund von Besprechungen. Der sagt wiederum, es müsste eigentlich die WKStA unter die Weisungshoheit wieder des Ministeriums gestellt werden. Also da geht es ein bisschen diese Auseinandersetzung. Ob jetzt Eifersüchtelei oder Machtkämpfe, wie auch immer das dann zu werten ist, Tatsache ist schon, etwas, auf was die Republik auch medial wahrscheinlich schon länger gewartet hat, nämlich gibt es jetzt dieses Video, es ist seit 6 Wochen da und wenn ich jetzt höre, das hat nur deswegen so lange gedauert, weil dort hat man Russisch-Dolmetscher gebraucht, um das zu transkribieren. Na, da wäre es doch eigentlich normal gewesen, wenn man die zuständigen Stellen informiert und sagt, wir haben es, wir machen jetzt das und das einmal von uns aus damit. Habt ihr auch noch irgendwelche Wünsche, Anregungen, Beschwerden oder sonst etwas? Aber 6 Wochen gar nichts und dann fängt schon wiederum dieser Hickhack an, Innenministerium, Justizministerium, WKStA dabei. Das macht für die Justiz kein gutes Bild. Liegt ein Fehler im System? Ich meine es nicht persönlich und kann es nicht so meinen, weil Sie ja mittlerweile in ganz anderer Funktion tätig sind. Aber Sie werden schon zugestehen, es ist ein geradezu pavlovscher Reflex der Parteipolitik. Wenn die Justiz etwas aufklärt, diskutieren wir lieber über die Justiz und ob dort alles in Ordnung ist. Das war jetzt eine spezielle Frage, die sich jetzt aufgrund dieses Videos so ergeben hat. Ja, und ich glaube, es wäre auch aufklärungswürdig, ob in einem Untersuchungsausschuss in dem oder auch auf andere Weise, wir haben parlamentarische Anfragen, wir haben dringliche Anfragen, wir haben alles Mögliche, um das Thema zu diskutieren, auch vor laufenden Fernsehkameras, sogar bei Parlamentsübertragungen. Also es ist alles möglich. Liegt ein Fehler im System, Herr Nikbasch, aus Ihrer Sicht? In den Zuständigkeiten zwischen den einzelnen Ermittlungsbehörden? Nein, das glaube ich nicht. Der Fehler liegt, wie so oft, nicht im System. Was ist ein System? Es ist die Summe von Menschen, die an dem System teilnehmen. Und in dem Spiel, über das wir jetzt sprechen, sitzen einander Menschen gegenüber, die von fundamentalem Misstrauen geplagt sind, wechselseitigen. Das Verhältnis zwischen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und, ich finde, keiner hat jetzt Bilnatschek gesagt, ich sage es jetzt, und dem noch Sektionschef Christian Bilnatschek war unmittelbar vor Öffentlichwerdung des Ibiza-Videos schwer getrübt. Ich darf erinnern an die Schlagzeugsgeschichte, nicht mit der Eurofighter-Dienstbesprechung. Ich hätte jetzt nicht wahrgenommen, dass ich dieses Verhältnis fundamental verbessert hätte. Ja. Und es ist auch, dass es Stand unserer Recherchen rund um den Herrn Bilnatschek eine Struktur, eine personelle Struktur entstanden, die für Außenstehende hochgradig undurchsichtig ist. Mit Außenstehenden meine ich aber auch Menschen außerhalb seiner Struktur, also auch für andere Behörden offenbar. Da sind Dinge vorgefallen, über die wir reden müssen. Also es geht um eine ganze Reihe von Verfahren, die entweder sehr lange gedauert haben, wo niemand sagen konnte, warum das so ist. Es geht um eine Reihe von Fällen, die sehr kurz gedauert haben und dann also quasi Anzeigen zurückgelegt, eingestellt und dergleichen wurden. Der Ausschuss wird das vielleicht lüften. Im Zentrum steht das nämlich nicht. Aber soweit es den Ausschuss betrifft, steht natürlich die Frage im Raum, ob hier Einfluss auf die Ermittlungen genommen wurde in der einen oder anderen Richtung aus politischen Erwägungen heraus. Also wir haben da ein zutiefst menschliches Problem, das offenbar bis heute nicht ganz gelöst ist. Und da fehlte es in der Vergangenheit auch an Kontrolle. Ich glaube, die grüne Justizministerin hat sich jetzt mal auf die Hinterfüße gestellt und eine Entscheidung getroffen, den Vertrag jetzt nicht einfach so zu verlängern, des Sektionschefs. Und die Sektion und das Justizministerium strukturell neu auszurichten, das halte ich für eine ganz wichtige Entscheidung. Und ich hoffe wirklich, dass der Ausschuss die Gelegenheit nutzt. Das war auch im BVT-Ausschuss davon die Rede, dass man mal darüber reden sollte. Dazu kam es dann letztlich nicht.
ob man vielleicht jetzt im IBIS-Ausschuss mal auch über die Justiz reden. Ich halte das für ein ganz essentielles Thema. Am Ende aber stehen oft Ermittlungen der Justiz und Erhebungen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in einer Art von Konkurrenz zueinander. Mhm. Hat das wirklich einen Sinn, diese beiden Verfahren parallel laufen zu lassen? Oder behindert da das eine das andere nicht zwangsläufig? Ist an sich leicht zu beantworten. Der Ausschuss setzt immer dann an, wenn schon eine Zeit lang Vorkommnisse zu beobachten waren. Nicht? Er braucht ja quasi einen Vorgang, der abgeschlossen ist, unter Anführungszeichen. Wenn wir jetzt warten darauf, dass Staatsanwaltschaften in Österreich ein Ermittlungsverfahren zu einem Ende bringen, reden wir von Urausschüssen, die 10 Jahre nach den, und länger nach den eigentlichen Vorkommnissen abzuführen sind. Da werden einige Auskunftspersonen längst verstorben sein. Also ich sehe das Problem auch. Wir sehen das auch in der Berichterstattung. Wir sehen es natürlich auch mit den Auskunftspersonen, die immer mit Hinweis auf ein Ermittlungsverfahren mit der Entschlagung um die Ecke kommen. Steht ihnen zu. Es von vollkommen voneinander zu trennen, kann dann letztlich auch nur schiefgehen. Und in Konsequenz müsste man dann noch sagen, wir warten bis zum rechtskräftigen Urteil. Dann sind wir nicht bei 10 Jahren, sondern bei 20 plus. Und nochmals, die Kommunikation ist ja gegeben. Stellen Sie sich vor, jemand von uns antwortet auf Ihre erste Frage, wie aus einem schlechten amerikanischen Gangsterfilm, ich verweigere die Aussage, weil die Antwort mich belasten könnte. Dann sollen Sie das eben tun im Ausschuss, das sagt mir auch etwas. Aber die Konsequenz, die der Ausschuss daraus ziehen kann, die sind ja, und da sind wir jetzt sozusagen bei den Schlussfolgerungen, die sind ja sehr beschränkt, Frau Gries. Man kann ja nicht wirklich, der Ausschuss kann ja keine Konsequenzen anordnen in irgendeiner Form. Nein, das tut er auch nicht. Ne? Also ich glaube, ein Problem kann man schon angehen, und das ist die Ermittlungsverfahren beschleunigen. Ich verstehe ja nicht, warum diese Ermittlungsverfahren bei uns so lange dauern. Da braucht halt die Staatsanwaltschaft mehr Ressourcen. Muss man halt zielgerichtet arbeiten, nicht? Also diese Parallelität ist schon ein Problem. Also Gerichtsverfahren ist es ja nicht, Ermittlungsverfahren und U-Ausschuss. Es gibt ja jetzt das Konsultationsverfahren, wo man eben dann, dass man einschalten kann, wenn Unterlagen nicht rausgegeben werden sollen an den Untersuchungsausschuss, weil das die Ermittlungen allenfalls behindern würde. Das hat man jetzt ja eingeführt. Aber dennoch kommt es ja auch immer vor, dass Ermittlungsergebnisse an die Öffentlichkeit gespielt werden, weil die Unterlagen kommen ja in den U-Ausschuss, die Abgeordneten haben Zugang, sie dürften es zwar nicht tun, aber es geschieht halt. Und das kann natürlich die Ermittlungen wieder behindern. Also es ist absolut nicht glücklich. Aber es stimmt, ich kann nicht warten. Wenn ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft 10 Jahre dauert, dann ist das überhaupt kein Thema mehr. Ne? Aber da muss ich da was tun. Und vielleicht schon ein Punkt, was diese ganze Geschichte jetzt wieder mit der Korruptionsstaatsanwaltschaft, mit der Staatsanwaltschaft Wien, mit der Aufsicht durch das Justizministerium zeigt, die Staatsanwaltschaft gehört aus dem Ministerium herausgelöst. Und es soll überhaupt keinen politischen Einfluss geben. Wie in anderen Ländern auch. Dass eben das eine eigene Behörde ist und an der Spitze steht ein Bundesstaatsanwalt oder wie immer man den nennt, den das Parlament bestellt, der dem Parlament verantwortlich ist und nicht der Justizminister. Der Justizminister ist ja Teil der Regierung, wird von einer Partei nominiert. Und da habe ich immer zumindest den Anschein politischen Einfluss. Sie sind uns jetzt ganz weit weg vom Untersuchungsausschuss, über den wir heute diskutieren. Und ich wollte jetzt gerne noch einmal zum Schluss ganz kurz einwerfen, die Frage nach tatsächlich möglichen Erkenntnissen, Konsequenzen, die aus diesem Untersuchungsausschuss für Sie, zum Beispiel Herr Rosenkranz, herauskommen könnten. Ja, für mich ist eines ganz klar, es geht um sehr viele unterschiedliche Themen, nicht nur um dieses Video, auch um den Kontext. Es geht nicht um die strafrechtliche Beurteilung, aber aufgrund von Auswertungen, von auch Mobiltelefonen, von anderen Dingen, es ist angesprochen worden, hat es jetzt den amoralischen Postenschacher gegeben, den politischen, vielleicht sogar mit finanziellen Gegenleistungen. Und ist es jetzt etwas Furchtbares zum ersten Mal in dieser Zweiten Republik oder auch davor, dass es so etwas gegeben hat? Und es hat es auch danach unter Türkis-Grün auch nie gegeben. Da ist zum Beispiel nicht, also politische Postenbesetzungen sind ja jetzt nichts wirklich Neues, dass man einen Untersuchungsausschuss bräuchte, sondern es geht tatsächlich um die Qualität. Ist Geld geflossen? Hat jemand tatsächlich Geld genommen, damit eine bestimmte Person etwas wird, ohne entsprechende Qualifikation oder mit einer entsprechenden politischen Färbung dabei? Wobei ich eines sagen muss, und da geht jetzt bei mir aus meiner jetzigen Position aber vielleicht doch noch der Parteipolitiker durch, das, was mit Herrn Sidlow passiert, der Unternehmer war, dass man dem nur, weil er eigentlich blau war und weil zwar ein Unternehmensberater eine Kritik geübt hat, aber trotzdem
aus meiner Sicht nichts gegen ihn gesprochen hat. Und bei anderen geht man da komplett drüber. Nein, Sie können das jetzt werten, wie Sie wollen, aber er hat seine Arbeit gut gemacht und Sie können werten, was Sie wollen. Ich weiß es und vielleicht ist es nur meine persönliche Empfindlichkeit, dass alles, was blau ist, ist schlecht, ist unqualifiziert etc. Das auch nicht. Aber das nicht. Ja, ich fürchte, dieses Was können wir in den letzten zwei Minuten der heutigen aufmachen. Diskussionsrunde nicht mehr aufmachen und zufriedenstellend zu Ende führen. Aber weil Sie es auch angesprochen haben, Herr Nikbasch, die grundsätzliche Frage, wozu braucht man einen solchen Untersuchungsausschuss denn tatsächlich, wenn am Ende weder sozusagen Handlungsschritte sich unmittelbar daraus ergeben und gleichzeitig die Justiz noch an der Arbeit ist? Also erstens sind Ausschüsse wichtig, damit die Abgeordneten auch was zu tun haben. Das steht einmal im Raum, aber jetzt Scherz beiseite. Eurofighter Untersuchungsausschüsse haben meines Erachtens jedenfalls die Erkenntnis gebracht, dass man Gegengeschäfte, wie man sie in der Vergangenheit gemacht hat, also Österreichs Wirtschaft einbinden im Wege von Kompensationsgeschäften, in der Form vielleicht nicht mehr so apropos in der Korruption. Aber die Eurofighter haben wir immer noch und Geld haben wir auch keine. Na gut, du kannst sie nicht einfach wegschmeißen, ja. Du brauchst zumindest einen Ersatz. Ja, jetzt schauen wir mal, wie schlau die Regierung, welche Regierung auch immer, wann auch immer diese Typenentscheidung getroffen wird, sein wird. Der Korruptionsausschuss 2011, 2012 hat nach meinem Verständnis das Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2012 ausgelöst, das eine Reihe von Präzisierungen gebracht hat. Es ist jetzt nicht so, dass gar nichts passiert auf legistischer Ebene. Hat auch ein wichtiges pädagogisches Element. Ich rede immer wieder mit Leuten, die im staatlichen, staatsnahen Bereich arbeiten, die sagen, oh, diese oder jene Entscheidung würde ich mit einem Blick auf einen Untersuchungsausschuss eher nicht treffen. Und was konkret auf diesen U-Ausschuss bezogen meine Erwartung ist, ist, verdeckte Parteienfinanzierung ist in Österreich nicht illegal. Es gibt keine illegale Parteienfinanzierung, es gibt sie verdeckt. Wenn man das strafbar macht, glaube ich, sind wir einen wesentlichen Schritt weiter. Ich bin sehr pessimistisch, dass das tatsächlich passieren wird, weil die, die es beschließen sollen, profitieren ja mittelbar davon, wenn es das gibt. Aber das wäre zumindest ein Anspruch, den dieser Ausschuss formulieren könnte, ja, dass am Ende eine Gesetzesänderung käme in diese Richtung. Dann bitte ich denn zum Abschluss den Befund des Politikwissenschaftlers, ob er eine solche Konsequenz für denkbar hält und für wünschenswert. Das halte ich für wünschenswert, dass es bei der Parteienfinanzierung noch strengere Regeln gibt. Das wäre eine formale Konsequenz als Gesetzesänderung. Ich sehe den Wert des Ausschusses aber auch in der Systematisierung, der Dokumentierung von politischem Fehlverhalten. Denn auch bei anderen Ausschüssen, AKH-Bauskandal, Lucona, da ging es immerhin um Mord und Versicherungsbetrug durch Versenkung eines Schiffes, war der Wert, die systematische Aufarbeitung, Profil hat, kann ich mich bei Lucona auch erinnern, die Originalprotokolle über viele Wochen und Monate immer beigelegt den Heften. Und das ist über Meinungsführer, nicht alle lesen gleich das Profil, durchaus auch öffentlich geworden. Und diese Systematisierung des politischen möglichen Fehlverhaltens erwarte ich mir auch bei möglichem Gesetzeskauf, bei Parteikonstruktionen, um den Rechnungshof zu umgehen und bei Postenbesetzungen, wo möglicherweise es auch Geldflüsse gegeben hat. Sendezeit abgelaufen, steht auf meinem Monitor in großen roten Lettern. Ich darf Ihnen allen sehr herzlich danken fürs Kommen, fürs Diskutieren heute Abend. Morgen geht es munter weiter im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Da sind der Innenminister Karl Nehammer und Justizministerin Alma Zadic vorgeladen, um zu erklären, warum das Ibiza-Video noch immer nicht da ist und wann es dann vielleicht doch kommt. Bei uns lädt jetzt wieder Christoph Felbel zum Dinner für zwei. Diesmal spielen und speisen die Kabarettistin Aida Loos und Schauspieler Martin Leutgeb beim Blind Date der etwas anderen Art. Viel Spaß dabei und bis ganz bald.